Lokalzeit am Dienstag. Schön, dass Sie da sind. Wir bleiben beim Wasser, allerdings hat das dann nichts mehr mit Erfrischung im Sommer zu tun, eher im Gegenteil. Im Januar kam die Berliner Kohlekommission zu dem Ergebnis, dass Deutschland spätestens 2038 aus der Kohle aussteigen solle. Und viele dachten so, ja, endlich Ruhe im rheinischen Braunkohlerevier. Aber von wegen. Derzeit sorgt ein Antrag des RWE-Konzerns für neuen Zündstoff. RWE will bis 2030 weiter Grundwasser für den Braunkohletagebau Hambach abpumpen. Sehr zum Ärger von Natur- und Umweltschutzverbänden. Das ist der Antrag von RWE Power, mehrere tausend Seiten dick. Er liegt auf dem Schreibtisch von Dirk Jansen, der Landesgeschäftsführer des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, arbeitet gerade an einer Stellungnahme. Denn bis zum 5. August können Einwände bei der Bezirksregierung Arnsberg abgegeben werden. Sie entscheidet über den Antrag. Die Meinung des BUND ist deutlich. Es ist eigentlich ein Unding, dass wir gerade über den Kohleausstieg, über die Verkleinerung des Tagebaus Hambach und dergleichen debattieren, das auch wahrscheinlich so kommen wird. Und RWE einen Antrag stellt, als hätte sich überhaupt nichts geändert in dieser ganzen energiepolitischen Landschaft. Der Antrag basiert quasi auf den Planungen aus den 70er Jahren und es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, dass 450 Millionen Kubikmeter Grundwassererhebung hier beantragt werden, obwohl wir eigentlich eine andere wasserrechtliche Situation haben als noch vor dem Kohleausstieg. Der BUND geht davon aus, dass der Tagebau Hambach verkleinert werde. Dann müsste auch weniger Grundwasser abgepumpt werden, auch nach einem früheren Kohleausstieg, so der BUND. Das sieht der RWE-Konzern genauso, doch die derzeitige Genehmigung zur Sümpfung läuft Ende des Jahres aus. Ab dem 1. Januar 2020 braucht der Energieriese also eine neue Genehmigung, egal wann die Bagger im Tagebau stoppen. Für die Gewinnung der Braunkohle im Tagebau ist notwendig, das Grundwasser bis unter das Tagebautiefste abzusenken, damit die Böschungen im Tagebau standsicher sind. Wir heben nur so viel Wasser, wie unbedingt notwendig ist, um die Standsicherheit zu gewährleisten. Deutlich wird, solange Bund und Land die Vorschläge der Kohlekommission für einen früheren Ausstieg aus der Braunkohle nicht in verbindliche Gesetze gießen, plant der RWE-Konzern weiter wie bisher. Streit gibt es aber auch in der Frage, wie sich die erneute Grundwasserabsenkung auf den Hambacher Forst auswirken würde. Hier sieht der BUND, anders als einige Braunkohlekritiker, derzeit keine Gefahr. Nein, einen direkten Einfluss sehen wir nicht, denn unterhalb des Hambacher Waldes ist schon seit vielen, vielen Jahren überhaupt gar kein Grundwasser mehr. Das ist schon dort durch den Tagebau sehr stark abgesenkt. Bislang konnte sich der Wald noch über die Niederschläge selber versorgen. Allerdings sehen wir schon mit großer Sorge, dass die Bagger scheinbar ungebremst immer näher an den Wald heranrücken. Und da kann es durchaus indirekte Beeinflussungen geben. Von daher wäre unser Appell keinen Meter weiter. RWE hat heute betont, dass die Bagger nicht näher als 50 Meter an dem Hambacher Forst herankommen werden und der Konzern prüft, wie das Waldgebiet erhalten werden kann. Wir prüfen das gemäß der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung ausgesprochene Empfehlung, den Hambacher Forst zu erhalten. Das tun wir augenblicklich und unter Beachtung der Standsicherheit, der Wiedernutzbarmachung, was das alles für Bedeutung hat. Das würde aber zu einer völlig neuen Braunkohleplanung für den Tagebau Hambach führen und am Ende dann könnte aber der Hambacher Forst erhalten bleiben. Die Diskussion um den aktuellen RWE-Antrag zur Absenkung des Grundwassers macht eines deutlich, auch wenn manches gleich gesehen wird, das Misstrauen zwischen Braunkohlegegnern und RWE ist groß. Umso wichtiger ist es, dass die Politik möglichst bald eine Entscheidung zum endgültigen Kohleausstieg fällt.